Es mag sein, liebe Schwestern und Brüder, dass das, was uns Jesus im Evangelium mit dieser Geschichte nahebringen will, früher etwas Selbstverständliches war, was wir aber inzwischen scheinbar verloren haben. Dass unser Leben hier, zunächst ganz banal gesagt, eine einmalige Chance ist, ein einmaliges Geschenk, einmalig. Es wird sich nicht wiederholen. Jede verpasste Gelegenheit zum Guten ist eine wirklich verpasste Gelegenheit. Und jedes Tappen ins Schlechte ist geschehen. Es gibt keinen zweiten Anlauf, wenn man so will. Und dass das etwas zu tun hat mit dem, wie wir dieses Geschenk annehmen und es ausgestalten, mit dem, was uns erwartet, das ist überdeutlich. Aber in der Umwelt, in der wir leben, wird das schnell vergessen. Und dass es so etwas gibt wie eine ausgleichende Gerechtigkeit. Es gibt einige christliche Denominationen, die haben sich viele Gedanken darüber gemacht. Es gibt inzwischen Staaten, bedeutende Staaten dieser Erde, die ganz von diesem Geist durchdrängt sind, dass Wohlstand, Erfolg, dass man sich durchsetzt, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man von Gott auserwählt ist. Und so treten diese Staaten auch auf und benehmen sich mit einem unglaublichen Sendungsbewusstsein. Davon steht im Evangelium nichts. Aber wovon etwas hier steht, ist, dass wenn jemand reich ist, bedeutend, Einfluss hat, beschenkt ist mit vielen Gaben, die er oder sie genießen kann, dass es eine Verantwortlichkeit nach sich zieht. Die Hunde könnten viele Geschichten erzählen, die da um den Lazarus herumstreunen und an seinen Geschwüren lecken. Denn sie sehen, dass dieser Lazarus irgendwie ein Namenloser ist vor der Tür. Geht mich das an? Hauptsache mir geht es gut. Ich kümmere mich um mich und um meinesgleichen. Und das Erschütternde ist, dass unser Reicher, der im Evangelium keinen Namen trägt, im Gegensatz zum armen Lazarus, auch selbst in der Unterwelt, wo er Leiden hat, noch bei diesem Verhalten bleibt. Eine einzige Änderung. Plötzlich kennt der Lazarus mit Namen. Unglaublich. Er kennt ihn als den wieder, der vor seiner Tür lag, um den er sich zu Lebzeiten nicht gekümmert hat. Er ist seiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Aber er soll gefälligst kommen und wenigstens den Finger ins Wasser tauchen und seine Zunge kühlen. Dafür ist er gut genug. Das kann er doch machen. Ist eh so einer, hat sonst nichts zu tun. Liegt beim Abraham im Schoß da oben, wie er bei mir vor der Tür gelegen hat. Aber kann er doch wenigstens, kann sich irgendwie nützlich machen. Nein, diese Kluft ist unüberwindlich. Ah, dann aber bitte, und das ist fast sympathisch, aber leider nur fast, dann soll er seine Brüder warnen. Die anderen nicht. Nur seinesgleichen sollen gewarnt werden. Aber, liebe Schwestern und Brüder, Jesus erzählt uns diese Geschichte im Evangelium, damit wir gewarnt sind. Es gibt nichts Außergewöhnliches, dass wir wach werden. Wir haben im Grunde genommen nicht so sehr viel, aber das muss uns reichen. Heißt, sie haben Gesetz und Propheten. Gerade der Evangelist Lukas legt solchen Wert darauf, dass er es im Gespräch mit dem Auferstandenen, mit den Emmaus-Jüngern noch einmal wiederholt. Er erschloss ihnen den Sinn der Schrift. Viel mehr gibt es nicht für dieses Geschenk und für die Aufgabe des Lebens. Dass wir das annehmen, wie Gott und was Gott zu uns spricht. Es ist nicht das außergewöhnliche Wunder. Selbst bei der Auferstehung gibt es viele und heute immer mehr, bis tief in die Kirche hinein, die sagen, ach ja, lass mal gut sein. Glaubst du etwa daran? Natürlich ist es der springende Punkt. Aber einen solchen Mann hier, der verantwortungslos lebt, auf sich selber schaut und nur seinesgleichen kennt, überzeugt das nicht. Und Abraham sagt es ihm,
Selbst wenn einer von den Toten aufersteht, werden sie nicht auf ihn hören. Gott gibt eine Vorgabe und Gott lässt uns wissen, was wir zu tun haben. Unsere Verantwortung wahrzunehmen. Und zwar nicht nur, wir sollten uns da nicht zu schnell aus der Verantwortung nehmen, was materielle Güter angeht. Es gibt auch andere Reichtümer. Es gibt intellektuelle Reichtümer. Es gibt den Reichtum von Begabung in diesem oder in diesem Punkt. Und wie schnell ist man versucht, das für sich behalten zu wollen, damit die Scheinwerfer klack, 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 so alle auf einen selber gestellt sind. Toll. Habe ich auch mal eine Bühne und stehe auch mal im Licht entsprechend. Und der Rest muss sich verhalten. Und die da vor der Tür liegen, die das eben nicht haben, haben wir ein Pech gehabt. Mein Gott, für die hat der liebe Gott vielleicht was anderes. Wir haben eine Verantwortung, rechts und links zu schauen, vor unserer Tür zu schauen und sie wahrzunehmen, damit wir gewarnt sind durch das Wort Jesu. Und dieses einmalige Geschenk des Lebens nicht vergeuden, selbst wenn es uns einigermaßen gut geht oder wunderbar geht. Nicht zu vergeuden, sondern verantwortlich zu leben, damit es Auswirkungen hat auf das, was uns erwartet.